Vor ungefähr einem Jahr habe ich beschlossen, mich mehr zu bewegen. Ich bin zwar sicher kein Couch-Potato, aber ich sitze sehr viel am Schreibtisch, drinnen, auf Bildschirme starrend. Und ich wusste schon immer, dass ich dazu einen Ausgleich brauche. Meine Versuche über die Jahre, meine daraus resultierenden Rückenschmerzen, Nackenprobleme und mentale Bildschirmlethargie durch Bewegung zu lindern, waren mehr oder weniger ambitioniert. Ballettunterricht tat gut, aber ich zog weg und habe aktuell keine Ballettschule in der Nähe. Sport zu Hause war immer nur von kurzer Dauer und vor allem drinnen. Dabei hat Spazierengehen bei uns eigentlich eine Familientradition. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so lange nicht darauf angesprungen bin. Jedenfalls sind wir eigentlich jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag so ein paar Kilometer raus in den Wald gelaufen, um uns die Beine zu vertreten. Und damals als Kind war ich so stur, dass ich mich so lange widersetzt habe, bis meine Eltern mich manchmal auf halbem Weg nach Hause geschickt haben. Also ja, es war schwierig mit mir. Ich fand einfach, man konnte beim Spazierengehen nichts machen. Man ist nur gelaufen. Das war total langweilig. Tja, heute finde ich genau das am Spazierengehen so richtig gut. Ich habe also letzten Sommer beschlossen, mich mehr zu bewegen. Wer mein Video zu Gewohnheiten fürs Leben schon kennt, der weiß, dass solche vagen Ziele selten etwas bringen, wenn man sie nicht in konkrete Pläne überführt. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mich jeden Tag eine halbe Stunde an der frischen Luft zu bewegen. Herausgekommen sind dabei Spaziergänge. Ich war erstaunlich konsequent. Auch wenn ich eigentlich am Videoschnitt saß und abends der nächste Stream anstand, habe ich mich aufgerafft und bin rausgegangen. Im Sommer noch barfuß, im Winter mit dicken Stiefeln, im Regen mit Schirm und bei Wind mit hochgezogener Kapuze. Aber ich habe es gemacht. Und ehrlich gesagt war das einzig Anstrengende daran das Hinaustreten aus der Tür. Mit neuen Gewohnheiten ist das so eine Sache. Es ist nämlich nicht nur schwierig, sie in den Alltag zu integrieren, das heißt, Platz für sie zu schaffen und immer daran zu denken. Haarig wird es vor allem auch dann, wenn sie schon in den Alltag integriert sind, aber wenn sich der Alltag plötzlich ändert und man dann einfach 2 Wochen lang vergisst, dieses und jenes zu tun und dann schleicht sich die Gewohnheit wieder aus. Das ist mir mit Sport früher ziemlich oft passiert und deshalb bin ich da auch nie so lange dabei geblieben. Aber mit Spazierengehen ist das komischerweise nicht der Fall. Es ist zwar nicht so gewesen, dass ich im letzten Jahr jetzt wirklich jeden Tag draußen war, aber es ist umgekehrt auch keine Woche vergangen, in der ich nicht mindestens einmal, meistens aber eher 3 oder 4 Mal draußen war. Das hat also ziemlich gut geklappt. Und die Frage ist, warum eigentlich? Spazierengehen hat mein Leben verändert. Das klingt dramatisch, aber es stimmt. Es hat auf so viele Arten und Weisen meinen Alltag beeinflusst, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, dass sich Spazierengehen von so gut wie allen meinen sonstigen Tätigkeiten unterscheidet. Ich produziere Videos, das ist zielorientiert. Ich koche, das ist zielorientiert. Selbst beim Computerspielen habe ich das Ziel im Blick. Trophäen, Levelaufstiege, das nächste Kapitel in der Story. Ich verfolge Aufgaben mit dem Ziel, sie zu erfüllen. Sehr selten nur tue ich Dinge um ihrer selbst willen. Und genau dazu zwingt mich das Spazierengehen. Ich bin hier draußen für eine halbe Stunde und ich gehe einfach. Ich muss nirgendwo hin, ich habe keine Aufgabe. Die halbe Stunde ist nicht der Weg hin zu irgendeinem Ziel, sie ist selbst das Ziel. Und darüber hinaus kann ich sie gestalten, wie ich möchte. Ich kann über die Arbeit nachdenken oder es sein lassen, wenn mir nicht danach ist. Ich wähle meine Route jedes Mal neu, wie ich gerade Lust habe. Ich kann querfeld eingehen, wenn ich will. Und darum geht es. Spazierengehen ist nicht nur die nötige Bewegung für den sonst so viel sitzenden Körper.
Es ist auch das kleine Alltagsabenteuer, gewissermaßen die Erkundung der Welt zu Fuß, das Alleinsein mit sich selbst und das sich konzentrieren auf einfach mal nur Dinge wahrnehmen. Man tut nichts als dastehen und Dinge in sich aufsaugen. Also gewissermaßen löst man sich manchmal ganz angenehm dabei auch einfach selbst auf. Spazieren zu gehen bedeutet auch, das Wetter zu erfahren, mit allen Sinnen und zu allen Jahreszeiten. Jedes Wetter hat eigene Gerüche, eine eigene Temperatur. Jede Luftbewegung fühlt sich anders an. Ich gehe besonders gerne in den Wald, denn dort gibt es mehr zu sehen, zu riechen, zu hören und zu fühlen, als ein Mensch überhaupt aufnehmen kann. Ich bin hellwach, wenn ich im Wald bin, weil ich mich völlig frei und in meinem eigenen Tempo umsehen und alles erkunden kann. Das märchenhafte Erleben, das man als Kind kannte, wird hier wieder lebendig. Ich habe hier eine Seite an mir entdeckt, von der ich bisher nicht wusste, dass sie noch da ist. Man scheint als Erwachsener zu glauben, dass das Spielen und Erkunden vorbei ist, wenn man älter wird. Im Gegenteil. Das Gehen selbst ist dabei manchmal schon Erlebnis genug. Es ist beinahe erschreckend, wie befreiend die Bewegung ist und welche Kräfte sie aktiviert. Die Konzentration zum Beispiel. Wie gesagt, ich bin beim Spazierengehen auch gerne nur für mich und genieße die Stille. Aber nicht jeder hat einen Wald vor der Haustür und an manchen Tagen fällt es mir trotzdem schwer, mich aufzuraffen. Und da hilft die Aussicht auf etwas Nervennahrung während des Gehens. Schaut also einfach unter diesem Link mal rein und gebt mir wie immer gern Feedback zur App. Ich könnte ganze Romane darüber schreiben, was ich beim Spazierengehen schon alles erlebt habe. Fest steht aber, das ziellose Rausgehen, gepäcklose Herumlaufen und kindliche Erkunden hat mein Leben verändert. Es hat mir das Gefühl zurückgegeben, die Welt zu Fuß kennenzulernen und ohne viel Ballast einfach losgehen zu können. Es schärft meine Sinne, entspannt mich und schafft tatsächlich genau das Alltagsglück, das man an einem vollen Arbeitstag zu Hause vermisst. Ja, meinem Rücken geht es dadurch auch viel besser. Die Augen sind entspannter. Ich bin fitter und bekomme mehr frische Luft. Aber vor allem bin ich lebendiger. Das Leben findet da draußen statt und ich bin dort, mit staubigen Turnschuhen auf knirschendem Kies. Also, worauf wartest du?